Hallo ihr Lieben, ja heute ein paar ernüchternde Neuigkeiten. Ja, gestern war ich noch so gut drauf im ersten Gründungstagebuch-Video, heute eher nicht mehr so. Ja, es gab einfach Probleme mit unserer Marke, also mit der Gemüse-Kombüse-Marke. Und zwar war die schon angemeldet, das haben wir leider erst zu spät festgestellt. Also ich hatte die gute Frau einmal angeschrieben und ja, jetzt lange keine Nachricht bekommen und jetzt erst eine Nachricht bekommen, dass wir das nicht nutzen dürfen sozusagen. Also jetzt könnte ich mich natürlich darüber ärgern, dass sie das gesagt hat. Auf der anderen Seite hat sie natürlich den Namen angemeldet vor uns, beziehungsweise hat ihn überhaupt angemeldet. Ich glaube nicht, dass wir das gemacht hätten. Und hat mich jetzt direkt angeschrieben, ist nicht gleich über einen Anwalt gegangen und dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar schon mal. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir unseren Namen ändern. Also die Gemüsekombüse muss irgendwie anders heißen. Ja, wir haben es den ganzen Tag schon überlegt und hatten auch schon ein paar mehr oder weniger gute Vorschläge im Kopf. Ja, ihr könnt gerne euch mal auslassen, was den Namen betrifft. Also ihr könnt gerne mal eure Vorschläge kundtun. Natürlich gibt es ein paar kleine Sachen zu beachten, die uns wichtig wären. Also die Kombüse, finde ich, müsste im Namen auf jeden Fall drin bleiben. Denn erstmal den Laden, den wir jetzt haben, der passt so ein bisschen zu einer Kombüse. Also dieses dunkle Holz, was ihr gestern gesehen habt, das passt auf jeden Fall dazu. Und den Namen würde ich auf jeden Fall dabei haben wollen, weil das einfach, ja, stimmig ist. Außerdem ist Rostock halt eine Hansestadt, deswegen, das wäre der zweite Grund, warum ich die Kombüse gerne hätte. Dann ist das Logo auch schon fertig. Also, wir hatten unser erster Namensvorschlag schon lange, lange zurück, war mal Paradieschen, also Paar, Doppel-A, Paradieschen und dann wie ein kleines Paradieschen quasi. Ja, dafür müssen wir das Logo natürlich ändern, vielleicht irgendwie mit einer Palme oder irgendwas. Aber ja, wie gesagt, das Logo ist schon fertig, da haben wir auch schon was für gegeben, bezahlt. Es hat schon was gekostet und deswegen würde ich das ungern machen, dass ich irgendeinen Namen habe, bei dem ich das Logo quasi wieder ändern muss. Beziehungsweise großartig ändern muss, wir können es, also Details können wir schon noch ändern, also Details im Sinne von Gemüse austauschen oder sowas. Das müsste eigentlich noch drin sein. Ja, vielleicht habt ihr da ein paar Vorschläge. Ja, heute war ich ziemlich schlecht drauf, was das betrifft. Ja, irgendwie auch verständlich. Also wir hatten jetzt schon einige Sachen auch bestellt, zum Beispiel Aufkleber. Die habe ich jetzt erstmal storniert und das war wirklich gerade ganz schön knapp. Also die waren gerade kurz davor in Druck zu gehen. Also nochmal gerade so Glück gehabt. Und ja, wir haben zum Beispiel auch noch keine Außenwerbung in unserem Laden dran, was auch gut ist. Die Sachen, die halt geändert werden müssen, ist zum Beispiel auch noch die Homepage. Ist auch noch relativ einfach. Bei der Facebook-Seite wird es schon wieder schwieriger, weil man den Namen bei Facebook nur zweimal ändern kann. Und ich habe ihn schon einmal geändert. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine neue Facebook-Seite geben dann demnächst. Und ja, werde ich auf jeden Fall hier berichten, wenn es soweit ist, wie die heißt. Auf Facebook natürlich auch. Dass alle, die da jetzt schon gefällt mir geklickt haben, zur neuen Facebook-Seite dann finden, wie auch immer die heißen wird. Ja, trotz der Ernüchterung, sage ich mal so, sind wir dennoch positiv, dass es irgendwie weitergeht, denn ja, es muss irgendwie weitergehen und auch wenn der Name jetzt irgendwie geändert werden muss, ja, sind wir doch irgendwie auch optimistisch, dass es gut weitergehen wird, auch wenn das jetzt gerade so ein kleines Tief ist und so ein erster größerer Holperstein sozusagen. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, entweder hier oder halt auf der noch jetzigen Facebook-Seite. Ansonsten gibt es heute nicht viel Neues, das ist jetzt eigentlich das Größte, was mich heute beschäftigt hat, seit dem Aufstehen. Könnt ihr euch vielleicht auch denken. Naja, ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Vielleicht habt ihr ja ein paar gute, die wir vielleicht sogar die wir vielleicht sogar wirklich verwenden werden. Und ansonsten, ja, müssen wir uns einfach was einfallen lassen, wie wir unsere Kombüse quasi nennen werden. Ja, bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
ist jetzt nochmal spannender geworden, als es sowieso schon ist, neben den ganzen anderen Sachen, die jetzt im Hintergrund natürlich noch laufen. Aber ja, ich höre es mal auf zu quatschen und wünsche euch noch einen schönen Abend, wollte ich gerade sagen. Für mich jetzt Abend, wahrscheinlich wünsche ich euch jetzt einen schönen Morgen, weil ich das Video wahrscheinlich erst morgen früh freischalten werde. Also einen schönen Morgen, einen wunderschönen guten Tag und bis die Tage. Tschüss.